Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Steffen Zenner als Oberbürgermeister vereidigt. DPFA, hier lernt man zu entspannen. Und BSV-Mädels gut gewappnet für Start in die erste Bundesliga. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Es ist Freitag und die letzte Ausgabe Ihres Abendmagazins Tag aktuell wartet auf Sie. Einen wunderschönen guten Abend. Er sieht sich als ersten Diener der Stadt und was er sich selbst abverlangt, das erwartet er auch von seinen Mitarbeitern. Steffen Zenner wurde am 1. September als Oberbürgermeister der Stadt Plauen vereidigt und in seiner Dankes- bzw. Antrittsrede machte er ohne Schnörkel klar, wie er seine Heimatstadt Plauen auf Kurs bringen möchte. Großer Bahnhof in der Festhalle Plauen. In einer Sondersitzung des Stadtrates nahm der altgediente Stadtrat Bernd Stubenrauch Steffen Zenner den Amtseid ab. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Steffen Zenner, Sie sind als neu gewählter Oberbürgermeister und Beamter nach § 63 des Sächsischen Beamtengesetzes verpflichtet, den Diensteid abzulegen. Mit dem Diensteid wird das Versprechen zur Verfassungstreue, zum Gesetzesgehorsam und zur Gerechtigkeit feierlich bekräftigt. Des Weiteren weise ich Sie darauf hin, dass Sie zur Erfüllung der beamtenrechtlichen und ehrenamtlichen Pflichten und zur Ausübung Ihres Amtes zum Wohl der Stadt Plauen und Ihrer Einwohner verpflichtet sind. Ich bitte Sie deshalb, die Verpflichtungserklärung gemäß § 1 Absatz 3 zu leisten und danach zu unterschreiben. Ich schwöre, dass ich mein Amt nach bestem Wissen und Können führen, Verfassung und Recht achten und verteidigen und Gerechtigkeit gegenüber allen üben werde. So wahr mir Gott helfe. Anschließend erhielt er von Ralf Oberdorfer, seinem Amtsvorgänger, die Amtsinsignien umgehängt. Die Amtsinsignien sind bei Bürgermeistern eine Kette. Nach zahlreichen Glückwünschen hielt Oberbürgermeister Steffen Zenner seine Antrittsrede. In ihr hielt er Rückschau auf die durchaus spannende Wahl, dankte seiner Familie, insbesondere seiner Frau und auch seinem Vorgänger Ralf Oberdorfer. Ich möchte mich nochmals bei allen, die mich gewählt und unterstützt haben, bedanken. Ich liebe unsere Stadt und unsere Bürgerschaft. Dass diese Liebe erwidert wurde, was gibt es Schöneres? So blicke ich voller Freude und Dankbarkeit zurück und voller Demut und Tatendrang voraus zu den nun anstehenden Aufgaben. Und vielleicht spüren Sie es auch, ich freue mich wirklich darauf. Ich möchte ein Oberbürgermeister sein, der parteiübergreifend und bürgernah wird. Ich möchte die tiefen Gräben in unserer Stadtgesellschaft schließen und die spürbare Zerrissenheit beheben. Dazu gehört es meiner Meinung nach, mehr und ausführlicher zu erklären als Stadtverwaltung, warum tun wir was, wieso gerade in diesem Moment. Also Transparenz und Bürgerbeteiligung sollen helfen, Vertrauen wiederherzustellen, mehr Identifikation mit der eigenen Stadt zu erreichen und deren Verwaltung auch wieder als ein leistungsfähiger Dienstleister wahrnehmen zu können. Ich verstehe mich als einen Oberbürgermeister, der erste Diener unserer Stadt Plauen ist, mit einem Ziel, der Stadt Bestes zu suchen. Dafür bitte ich Sie, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, um einen gemeinsamen Weg, den wir beschreiben können. Sie sind der Souverän in unserer Stadt. Sie sind die gewählte Vertretung unserer Plauener Bürgerschaft. Ich freue mich auf unsere weitere Zusammenarbeit und bin sehr dankbar für diese Chance, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Stadt Plauen zu gestalten. Sein Appell zur Verbesserung der Zusammenarbeit richtete er nicht nur an den Stadtrat und die Verwaltung, sondern auch an den Landkreis. Ich wünsche mir neben
Ihrer aller Unterstützung in den verschiedensten Bereichen, dass es uns endlich gelingt, mit unserem Vogtlandkreis und der Landkreisverwaltung ein besseres Miteinander zu erreichen. Letztlich hilft das bisherige oft konträre Gegeneinander weder der Stadt Plauen noch dem Vogtlandkreis als Region. Nur wenn wir als in sich geschlossene und starke Region auftreten, werden wir auch als Region als potente Ansprechpartner in Berlin oder Dresden wahrgenommen. Deshalb, lieber Landrat Rolf Keil, du sitzt genau vor mir, so wie es sein muss, betrachte bitte diesen Wunsch als symbolische Geste für mein Angebot eines offenen Handschlags der Brückenbahn. Steffen Zenner hat klare Vorstellungen, wie man das vorhandene Potenzial der Stadt nutzen kann. Einfach ist das alles nicht. Finanziell ist die Stadt Plauen nicht gut aufgestellt und die Situation derzeit ist nicht dazu angetan, diesen Zustand zu verbessern. Dennoch freut er sich auf die Herausforderungen, die man aber nur gemeinsam bewältigen kann. Auch Ralf Oberdorfer bat den Stadtrat noch einmal um Unterstützung. Nach Wahlkämpfen kommt die Zeit auch des Friedens. Ich wünsche Herrn Steffen Zenner und unserer Stadtgemeinschaft, dass die Mitglieder des Stadtrates über die Parteigrenzen hinweg ihm Unterstützung gewähren. Ich wünsche diese Unterstützung auch, dass ihr als der Bevölkerung erfolgt im Sinne unserer Stadt. Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit, Freude an der Aufgabe und das notwendige Fortin. Die DPFA-Gruppe, ein privater Bildungsträger, ist unter anderem auch als Experte für betriebliches Gesundheitsmanagement bekannt. Ein Team von Psychologen, Sportwissenschaftlern und Coaches analysiert in Unternehmen, Kommunen und Institutionen die mentale Gesundheit der Belegschaft. Corona hat gezeigt, wie anfällig gerade die Jüngsten der Gesellschaft unsere Kinder sind. Um hier eine Balance in den Alltag zu bringen, Stressfaktoren abzuschalten, fand kürzlich eine Ferienentspannungsaktion in der Regenbogen-Grundschule an der Salutstraße 4 statt. Aktuell befinden wir uns in der letzten Ferienwoche im Freistaat. Die letzten Familien befinden sich noch in den Sommerferien. So mancher muss aber auch zur Arbeit und da ist der Hort als Betreuungsort für die Jüngsten eine gute Option. In der DPFA Regenbogen-Grundschule gab es da ein tolles Angebot. Es gibt die Ferienaktion, die läuft jetzt hier in Zwickau, lief aber die gesamten Sommerferien in all unseren Einrichtungen von Hort, Kindergarten, Grundschule, gemeinsam mit unserer Akademie für Arbeitsgesundheit, die auch zur DPFA gehört. Und wir machen Entspannungsübungen. Kindgerechte, progressive Muskelentspannung und auch Yogaübungen, einfach Elemente, um den Kindern, die ja doch mittlerweile unter einer argen Reizüberflutung in unserer Gesellschaft leiden, durch den erhöhten Medienkonsum, die wir einfach mal runterholen wollen, entspannen wollen. Und dafür ist heute unser Kollege Max Reichel von der Akademie für Arbeitsgesundheit hier vor Ort in der Salutstraße. Wir haben es ja gesehen, gerade die Pandemie hat es gezeigt, wie schwierig Kinder damit umgehen konnten. Psychische Störungen hat man immer wieder gehört. Und da gehört Bewegung, Konzentration zweifellos dazu. Und ich denke, das ist eine Punktlandung, gerade vorm Schuljahresstart sowas durchzuführen. Wir wollten natürlich den Kindern auch in Ferien kleine Höhepunkte schaffen. Und diese Mischung aus Anspannung und Entspannung, die heute stattfindet für die 70 Kinder, das ist einfach eine tolle Besonderheit. Die Kinder werden also sowohl aktiv in Bewegungsspiele eingebunden und zwischendrin aber auch in Entspannungsübungen, in Yogaübungen. Auch eine Partnermassage ist noch mit angesetzt, sodass die Kinder wirklich auch eigene Methoden entwickeln, wo sie runterkommen können. Sie können das natürlich mit nach Hause nehmen, Ihren Eltern zeigen. So sieht's aus. Das Sommergewitter, was Sie heute nachspielen, die Rückenmassage dazu, die kann natürlich gerne auch zu Hause angewandt werden. Ist aber nicht nur für zu Hause gedacht, sondern es dient natürlich auch dazu, dass unsere Erzieherinnen und Erzieher hier so ein Erste-Hilfe-Kit der Entspannung mitbekommen heute vom Kollegen und das auch im Schul- und Hortalltag natürlich mit integrieren können, damit wir auch weiterhin immer wieder Einheiten finden, wo die Kinder entspannen können. Da haben wir uns das Ganze einmal angeschaut. Ja. Was ist das?
Stein. Was ist das? Papier. Wer gewinnt? Keiner. Mit, stellt euch vor, so ganz kleine, mini kleine Amöbe. Nachdem wir Fische waren, entwickeln wir uns weiter zu Frösche. Nachdem wir Frösche waren, entwickeln wir uns weiter zu Schlangen. Von Sportwissenschaftler Max Reichel erfuhren wir, was hier den Jüngsten spielerisch vermittelt wird. Ja, also die Drachenschule für Max, mit Max richtet sich natürlich erstmal an die Kinder, damit wir einfach spielerisch lernen, wie sich das anfühlt, sich zu bewegen, aber auch mal zu entspannen. Das heißt auch diesen Wechsel von Anspannung und Entspannung. Gerade heutzutage viele Kinder natürlich auch schon durch Hausaufgaben, Schule, Instrument lernen, Sportunterricht, einfach auch schon sehr viel, man kann sagen, tatsächlich schon im Stress. Bloß bei Kindern, die wissen es halt selber nicht besser. Und deswegen versuche ich einfach in der Drachenschule mit Max einfach dort einen Anreiz zu geben, das einfach mal auszuprobieren, wie sich das eben auch anfühlt, sich zu entspannen, aber auch mit Bewegung sozusagen zu hinterlegen, dass wir einfach so einen Wechsel haben. Genau. Das ist ja jetzt der letzte Durchgang, zu dem wir gerade kommen. Wir schauen uns das dann mal mit an. Mhm. Wie waren denn die Erfahrungen der Kinder? Haben die das umsetzen können? Also es ist ganz unterschiedlich natürlich. Manche Kinder haben super viel Energie, die wollen einfach rennen, sich bewegen. Und manche Kinder, merkt man halt, die sind so tief drin, auch in den Geschichten, die ich dann erzähle, dass die fast einschlafen auf der Matte. Und das ist einfach auch schön zu beobachten. Selbst dieses Fast-Einschlafen zeigt einfach, dass sie es schaffen, sich zwischendurch einfach auch mal zu entspannen. Und das möchte ich halt eben anregen, dass die Kinder, die viel Energie haben, auch einfach die Energie rauslassen, aber halt auch mal versuchen, wie es ist, halt auch mal sich zu entspannen und nochmal zur Ruhe zu kommen. Und ich habe das Gefühl, das wird sehr gut angenommen von den Kindern, auch wenn es dem einen oder anderen wirklich sehr, sehr schwer fällt, dann auch zu entspannen. Aber ich denke, sie haben auf jeden Fall Spaß. Es war am Mittwoch nicht unser erster Kontakt zur DPFA-Akademie-Gruppe. Auch auf Bildungsmessen ist die Einrichtung öfter präsent. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die breit gefächerten Angebote der Bildungseinrichtung, Anne Findeis weiß, wie es geht. Sich einfach melden unter dpfa-zwickau.de. Auf unserer Website findet man alle Vorstellungen, die es hier sozusagen im Bildungszentrum in der DPFA gibt, von der Grundschule über Oberschule und Gymnasium bis hin auch zur beruflichen Ausbildung. Wer also Sozialassistent oder Erzieher werden will, der arbeitet dann nicht nur im Hort hier bei uns, sondern kann auch direkt seine Ausbildung bei uns machen. Also lebenslanges Lernen. So sieht's aus. Wie wir bereits im Fall der Tötung einer 43-Jährigen und ihres 3-jährigen Sohnes in Werdau berichteten, hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Zwickau vorgestern einen Unterbringungsbefehl gegen den Beschuldigten erlassen. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, zu einem noch nicht genau bestimmten Zeitpunkt vor mehreren Tagen in der gemeinsamen Wohnung in Werdau seine Ehefrau und den gemeinsamen Sohn heimtückisch getötet zu haben. Es wird daher wegen Mordes in 2 Fällen ermittelt. Nach dem Ergebnis der Obduktion verstarb die Ehefrau an mehreren Stichverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Zur Todesursache des Kindes können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Ob der Beschuldigte bei Begehung der Tat unter Drogen stand, wird ebenfalls im Rahmen der weiteren Ermittlungen geprüft. Die Prüfung erstreckt sich auch auf die Frage, ob der Beschuldigte die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit oder der verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Weitere Ermittlungen werden erfolgen. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir Sie darüber informieren. Werbung. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Und? Entdecken Sie den neuen vollelektrischen Citroën EC4. Komfort und Technik auf höchstem Niveau. Auch erhältlich in klassischen Motorisierungen. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Meine Immobilie vermiete ich nur mit fachkundiger Hilfe. Das gibt mir die nötige Sicherheit, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich vertraue seit Jahren auf die Sparkasse Zwickau.
Immobilien sind unser Zuhause. Wenn Sie unsicher sind, wie Sie den besten Mieter finden, holen Sie sich unsere Unterstützung. Wir haben professionelle Mittel, um Mietsuchende zu prüfen. Und Sie ersparen sich viel Zeit bei der Mietersuche. Nutzen Sie unsere jahrelange führende Position am Immobilienmarkt der Region. Sparkasse Zwickau. Was anderes kommt mir nicht ins Haus. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Sanitätshaus Treitschke. Seit 30 Jahren Hilfsmittellieferant in Sachsen und Thüringen. Komm in unser Team. Wir suchen für die Reha-Technik Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche Erfahrung im Umgang mit Patienten und Hilfsmitteln haben. Auch eine medizinische, therapeutische oder technische Ausbildung sind gute Grundlagen. Es erwartet Sie ein freundliches Team, welches einarbeitet und unterstützt. Der Aufgabenbereich umfasst die Anpassung und Versorgung im häuslichen Bereich sowie in Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Sie betreuen Kinder, schwerst mehrfach Behinderte bis hin zur Geriatrie. Die Produktgruppen reichen von Rollstühlen und Pflegebetten, Hilfsmittel gegen Dekubitus, therapeutische Bewegungsgeräte über Medizintechnik bis Pflegehilfsmittel. Aufgrund von verschiedenen Weiterbildungen entwickeln sich auch verschiedene Spezialgebiete. Wir freuen uns auf Sie. Bewerbung an hcs@treitschke-zwickau.de. Das 12. Sonnenblumenfest der Sächsischen Krebsgesellschaft startet morgen am Samstag um 13.30 Uhr im Zwickauer Schlobichpark. Das Sonnenblumenfest ist eine Open-Air-Veranstaltung, bei der sich die Besucherinnen und Besucher rund um das schwierige Thema der Krebserkrankungen informieren können. Als Höhepunkt ist für 17.30 Uhr wieder das Entenrennen auf der Zwickauer Mulde geplant. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Comedia Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Am kommenden Samstag ist es soweit. Die Mädels des BSV Sachsen-Zwickau absolvieren nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga ihr erstes Spiel in der Saison 2021-22. In der Sporthalle Neuplanitz treffen sie in einem Ostderby auf Halle Neustadt. Wie die Spielvorbereitungen gelaufen sind und was man sich vorgenommen hat, darüber wurden am gestrigen Donnerstag die Medienvertreter informiert. In seiner Begrüßung betonte Trainer Norman Rentsch, dass er auch nach dem Aufstieg in die erste Bundesliga daran festhalten möchte, im Vorfeld der Spiele die Medienvertreter zu informieren. Rückblickend auf die letzten beiden Wochen der Vorbereitung auf die neue Saison betonte er, dass man gut vorbereitet und breit aufgestellt sei. Zum ersten Heimspiel wird der komplette Kader zur Verfügung stehen. Auch Co-Trainer Dietmar Schmidt ist guter Dinge, hatte die Präsidentin des Vereins Silvia Wössner kürzlich beim Empfang durch die Oberbürgermeisterin erzählt, dass im Jahr 2019 praktisch der Abstieg drohte, spielen die BSV-Mädels jetzt ganz oben mit. Ja, das sieht man, wenn man zielstrebig konsequent arbeitet, wenn alles sich verbinden vom Umfeld, von der Mannschaft, vom Trainerteam, ja, Präsidium, die Sponsoren dazustehen, dann ist sowas möglich durch konsequente Arbeit,
fleißige Sportler, die alles mitmachen, kann man dann diese Ziele erreichen, um den Aufstieg zu spielen. Und wir haben es geschafft und sind darüber natürlich sehr glücklich. Die Mannschaft hat sich etwas verändert. Wir gehen wirklich mit sehr viel Optimismus ins erste Spiel, weil wir gesehen haben, wie gut die Mädels trainiert haben, wie gut wir dabei sind als Mannschaft. Das haben auch die Vorbereitungsspiele gezeigt. Und ja, wir freuen uns auf den Samstag, wo es endlich losgeht. Die Regeln am Samstag, was ist zu beachten für die Leute, die hierher kommen? Wir dürfen möglichst bis 1000 Leute in die Halle lassen. Wir wünschen uns, dass vielleicht 700, 800 kommen. Es gibt keine Einschränkungen, bis auf die Sache, dass Maske am Platz zu tragen ist. Aber es braucht nicht Impfen vorgezeigt werden oder. Also die 3Gs nicht. Wir haben die Zusage vom DHB, dass wir also jeden rein in die Halle lassen können, der gerne zum Handball kommt. Und wir wünschen uns, dass sie alle voll wird und die Mädels natürlich wahnsinnig unterstützen, weil wir das hundertprozentig brauchen werden. Gestern in der Presserunde mit dabei Alisa Pester. Die sympathische Abwehrchefin berichtete, wie die Vorbereitungsphase in den zurückliegenden Wochen gelaufen ist. Ja, also das Highlight war das Trainingslager in Island. Da sind wir mannschaftlich, aber auch haben wir uns sportlich weiterentwickelt. Wir haben die Neuen sehr gut aufgenommen, sind wirklich Top-Spielerinnen, die auch menschlich nett und perfekt in die Mannschaft passen. Wie schätzt du selber ein, sind eure Chancen jetzt dort mitzuspielen? Ihr spielt ja jetzt ganz oben mit. Ja, es wird schon schwer, aber wir sind gut vorbereitet und wir können, sage ich so, unbefreit in die Spiele gehen und das ist meistens immer das Beste. Wenn uns jemand unterschätzt, wir müssen immer da sein, wir müssen immer gewinnen wollen und ich denke, dann klappt das ganz gut. Norman hat ja heute trotzdem von einer gewissen Demut gesprochen. Ja, aber die stecken wir jetzt mal weg. Wir schauen positiv in jedes Spiel und ja, also ich denke, wir sind stark genug. Dann drücken wir euch von dieser Stelle aus schon mal ganz fest die Daumen. Dankeschön. Im Gehen fiel uns dann noch ein Plakat im Presseraum auf welchem Erfolgsfaktoren geschrieben stand. Ja, genau. Die haben wir am Montag gleich besprochen, was wichtig ist, um in der ersten Liga zu bestehen, beziehungsweise was persönlich auch wichtig ist. Und das gilt es jetzt einfach anzuwenden und dann wird das eine gute Saison. Noch eine Frage. Ihr hattet immer diesen Erfolgssong. Habt ihr wieder ein Lied, das ihr singen werdet? Ja, bis jetzt noch nicht, sage ich jetzt so. Aber das kommt, wie es kommen will. Und den alten nehmen wir natürlich nicht, wenn dann kommt ein neuer ins Spiel. Ja, ich denke, vielleicht kommt schon der erste Song am Samstag. Mal sehen in der Kabine. Dann dürfen wir gespannt sein auf Samstag und am Ende hoffentlich auf jubelnde Fans und Spielerinnen. Am Wochenende heißt es Sachsenpokal. Zwei der vogtländischen Mannschaften müssen reisen. Der VfB Auerbach hat keine leichte Aufgabe vor sich. 15 Uhr am kommenden Sonntag ist Anstoß im Sportpark Camillo Ugi bei den Kickers 94 aus Markkleeberg. Zwei Ligen trennen die jeweiligen Mannschaften. Letztlich ein wenig vom Pech verfolgt, will der VfB Auerbach eine Runde weiterkommen und den Negativbock endlich umstoßen. Auch der VfC Plauen muss auswärts ran.
Am morgigen Samstag reist der VfC nach Bautzen. Dort wartet der Landesklassevertreter vom SV Zeisig. Die VfC-Mannschaft um Trainer Robert Fischer will da anknüpfen, wo sie die letzte Woche aufgehört haben. Anstoß ist um 14 Uhr in der Schwarzwasser Arena. Nur einen Tag später testet der VfC dann zu Hause gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue. Anstoß ist um 14 Uhr im Vogtlandstadion. Werbung. Antipasti, Zucchini, Involtini, Pasta, Aglio e Peperoncini. Lieben Sie auch die Vielfalt der italienischen Küche? Dann lernen Sie kochen wie in Italien. Mit Tommy Al Dente in der Kochschule Bella Vita in Zwickau. Infos, Termine und Anmeldung unter kochschule-zwickau.de. Auch als Gutschein eine prima Idee. Elli Spirelli, das heißt frisch gekochte, abwechslungsreiche und ausgewogene Menüs für Kindergärten, Schulen sowie Betriebe und private Haushalte. Und es schmeckt! Durchdachte moderne Logistik, Produkte regionaler Erzeuger, maßgeschneiderte Ernährungskonzepte nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Einfache Bestellung per Telefon, Internet oder Mobilfunk-App. Seit mehr als 20 Jahren Elli Spirelli. Frisch gekocht, gesund und lecker. Ich freue mich sehr, hier im Sportpapier trainieren zu können. Ich war lange Zeit nicht in Zwickau, bin jetzt aber wieder zurückgekommen. Und ich hatte eine sehr große Verletzung am Knie. Und dank der Antje, die mir wirklich einen super tollen Trainingsplan geschrieben hat, bin ich wieder richtig fit geworden. Und jetzt auch mit den neuen Geräten, gerade mit den Heust-Geräten im Hammer-Gym, ist einfach super zu trainieren und ja, macht einfach viel Spaß. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Ab 20 Euro im Monat. Infos auf pure.com. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopedics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Samstag strahlt den ganzen Tag über die Sonne ungetrübt vom Westsachsenhimmel. Die Tageshöchstwerte liegen knapp oberhalb der 20-Grad-Marke. Eine ähnliche Wetterlage erwartet uns am Sonntag. Mit Sonne starten wir in den Tag. Erst am Nachmittag ziehen harmlose Wolken ins Sendegebiet. Auch die neue Woche beginnt mit viel Sonne. Das Quecksilber klettert bis auf 23 Grad. Ab dem Nachmittag zieht sich der Himmel zu. Gegen Abend müssen wir dann mit vereinzelten Niederschlägen rechnen. Bei ähnlichen Temperaturen kommt der Dienstag dann recht durchwachsen daher. Bei einem Sonne-Wolken-Mix und Temperaturen um die 20 Grad müssen wir uns dann im Tagesverlauf auf Niederschläge einstellen. Ja, liebe Zuschauer, es ist Freitagabend. Das war's von Tag aktuell für diese Woche. Am Wochenende, da wartet unser Wochenrückblick auf Sie. Und ansonsten sehen wir uns dann in der kommenden Woche hier bei Tag aktuell wieder. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende. Bis bald.